ich kann wirklich schön springen und das möchte ich zeigen. Also ich möchte wirklich Top-Sprünge herzeigen, die alle zum Beben bringen und uns und mich da wirklich gut präsentieren. Und ich fühle mich bereit dafür. Ich kann nichts prophezeien. Wir werden dann sehen, wie das Ergebnis ist, wie die Stimmung war. Aber grundsätzlich möchte ich wirklich Top-Sprünge zeigen, die wirklich, also in meinem Sport geht ja die Höhe, die Ästhetik, die Drehung, das soll wirklich alles toll ausschauen. Und das wäre mein Wunsch. Und ich weiß noch nicht, ob der in Erfüllung geht, aber ich gebe mein Bestes. Ja, also die Turmspringwettkämpfe schaue ich mir eigentlich alle an. Das ist wie gesagt toll, einfach ich liebe ja den Sport, man sieht tolle Sprünge, es gibt eine gute Stimmung, das ist für mich natürlich ein super Erlebnis und das kann man dann auch in den Wettkampf mitnehmen. Also jetzt als Sportler einen Wettkampf zu sehen, der ähnlich ist wie der eigene, das ist eine ganz gute Vorbereitung auf den Wettkampf, da weiß man schon, auf was man sich dann einlassen wird. Und andere Sportarten habe ich mir bis jetzt noch nicht angeschaut, weil ich entweder keine Zeit hatte oder, um ehrlich zu sein, einfach zu faul war. Oder weil ich den Bus verpasst habe. Also ich habe es schon zweimal versucht, aber ich bin zweimal gescheitert. Vielleicht geht es sich noch bis zu meinem Wettkampf aus, dass ich mal einen anderen Wettkampf sehe, abseits vom Turmspringen. Aber man bekommt generell im Dorf und abseits vom Dorf so viel mit. Also das reicht eigentlich schon an Eindrücken, die man da bekommt. In der Stadt war ich schon ein paar Mal, aber bei anderen Wettkämpfen noch nicht. Ja, also ich habe jetzt noch ein paar Tage zum Wettkampf. Da werden wir jetzt schauen, dass wir trainieren, ohne mich zu zerstören, sodass ich dann am Wettkampf topfit bin, also am Wettkampftag jetzt. Und das sieht dann so aus, dass ich meine tatsächlichen 10 Meter Sprünge werde ich weiterhin trainieren, in einem geringen Ausmaß. Und wir trainieren gerne in der Früh, also ich stehe früh auf, trainiere dann. Ja, dann bin ich halt oben, spring runter, gehe wieder rauf, spring runter. Und dann kümmere ich mich um meinen Körper, Physiotherapie, Dehnen, was auch immer. Schau, dass ich was Gutes esse und noch ein paar nette Dinge am Tag mache, für mich, die mir Spaß machen. Genau, und so werden jetzt die nächsten Tage vergehen. Und ich schaue, dass es mir wichtig ist, kurz vorm Wettkampf, also jetzt nicht am Wettkampftag, aber so am Tag davor oder vielleicht am 2 Tage davor, dass ich dann nochmal wirklich rauskomme und aus dem Dorf draußen bin, aus dem Sport draußen bin und wirklich einmal was anderes sehe, weil überall, wo ich jetzt gerade hinschaue, sehe ich nur Sport und Leistung und da ist es mal ganz angenehm, wenn man da mal die Gedanken davon wegbekommen kann. Also da werde ich mir noch irgendwas einfallen lassen, ob das jetzt in die Stadt schauen ist oder irgendwas anderes. Eine Sache werde ich noch machen, die nichts mit Olympia und Sport zu tun hat, und mit einem klaren Kopf will ich dann in den Wettkampf reinstarten. Wir haben 6 Sprünge bei den Herren aus 6 verschiedenen Gruppen, also in 6 verschiedene Richtungen. Das ist einmal vorwärts, das ist das erste, dreimal vorwärts gehechtet. Dann mache ich, das ist jetzt vielleicht ein wenig kompliziert, sich das vorzustellen, Hangstand rückwärts, doppelrückwärts mit 1,5 Schrauben. Wenn man sich darunter jetzt nichts vorstellen kann, das verstehe ich, da muss ich auch immer ein bisschen drüber nachdenken. Dann 3,5 Auerbach, also ich springe vorwärts und drehe rückwärts, 3,5 Mal gehockt, also mit den Beinen angezogen, ganz klein. Dann, vielleicht auch wieder ein wenig kompliziert, 2,5 rückwärts mit 1,5 Schrauben gehechtet. Da springe ich ab, rückwärts, drehe mich 1,5 Mal, dann gehe ich in die Hechte und drehe mich vorwärts und dann tauche ich ein. Also es ist alles sehr komplex, aber wenn man sieht, schaut es toll aus. Dann 3,5 rückwärts gehockt, vielleicht wieder ein wenig leichter zum Vorstellen. Also ich springe rückwärts ab, drehe mich 3,5 Mal gehockt, mit den Beinen wieder bei mir. Und dann zum Schluss 3,5 Delfin gehockt. Delfin ist, wenn ich jetzt rückwärts springe und vorwärts drehe. Ja, das sind meine 6 Sprünge. Und genau, die werde ich so gut machen, wie ich kann. Ja, ich muss sagen, ich genieße, wir haben in dem Haus, wo wir sind, im Dorf, haben wir unten so ein Wohnzimmer, sage ich jetzt einmal. Da ist eine Couch, da ist ein Fernseher, da treffen sich Athleten und Sportler aus Österreich. Da sind mein Trainer und ich sehr gern und haben da mal plaudern ein bisschen mit den anderen. Ansonsten gibt es unten im Dorf
also 50 Meter von da, wo wir unser Österreichhaus ist, ist so ein Village Plaza, heißt das. Das ist auch so ein Ort, wo die Sportler zusammenkommen, und da redet man auch mal mit anderen Athleten. Das ist sehr nett, weil man mal wirklich andere Leute kennenlernt von wirklich überall. Das ist echt toll. Und da gibt es eigentlich im Dorf mehrere so Orte, wo man untereinander kommt, und ja, das ist sehr nett. Wen hast du da schon kennengelernt? Aus welchen Nationen? Ja, also ganz spannend für mich ist Afrika, weil das ist, im Wasserspringen gibt es wenige afrikanische Nationen, und da Äthiopien, Somalia und so, das ist, Leute aus Äthiopien und Somalia sehe ich in Österreich selten, bei meinen Wettkämpfen selten, und das ist für mich dann immer sehr spannend, was sie so erzählen oder wie die so trainieren oder ja, wie das bei denen so abläuft.